Zeit wiederhergestellt. Das ist der Drittplatzierte. Gleich zwei Drittel der Distanz zurückgelegt. So, gleich habe ich ihn überrundet. Zeit platzieren. Ach, verdammt. Ja, okay, dann warten wir halt bis zur Haarnadel. Es wird weiterhin noch Rückstand angezeigt, aber diesmal sind es schon 58 Sekunden.
Wollte ich eigentlich nicht, aber okay, egal. Ja, Rückstand wird eben noch angezeigt, obwohl er gerundet ist. Aber es ist halt schon mehr als eine Minute. Verdammt. War zu aggressiv mit dem Runden. Schon wieder. Warum versuche ich es überhaupt? Natürlich. Ab gleich mal eine ganze halbe Runde Vorsprung bekommen. Doch, du durch. Verdammt. Ah! Aber natürlich wirklich unglaublich schwer mit dem Runden. Aus diesem Vorteil hat er jetzt mindestens eine ganze Runde bekommen. Schnellere Geschwindigkeit. Ja gut, du hast in 1 Minute 8 Vorsprung, also da muss ich mich nicht beschweren. Und der Vorsprung wird ja auch nur mit 1 Minute Verzögerung angezeigt. Ach man, was mache ich da? Auf jeden Fall Teamkollegen haben sich untereinander überholt. Windschatten ziehen und vorbei.
Ja, dass da eine Berührung kam, das musste sein. War viel zu weit außen. Aber vorhin in der 54er Zeit hingelegt, das ist nicht schlecht. Viertplatzierte. Auch schon zweimal überrundet. Zeit ist immer gut. Okay, 80. Runde. Das heißt, wir haben 4/5 der Distanz abgeschlossen. Noch 20 Minuten ungefähr. Dann läuft alles ganz gut. Whoa, that's some wicked steering.
dass der Gegner, der zweitplatzierte, der ist jetzt hier auf der oberen Strecke bei der Schikane angekommen, endlich über die Ziellinie gefahren bin. Also schon eine halbe Runde mehr Vorsprung. Aber ich hätte ja auch außen überholen können. Also auch ein bisschen selber schuld. Ach, verdammt nochmal! Will mich einfach nicht überholen lassen. Oh Mann, so eine richtig schlechte Runde. Jetzt lass mich gefälligst durch.